Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich gehöre zu einem Projekt, das sich Summer Heat nennt. Und zwar haben sich 10 liebe YouTuberinnen zusammengelegt, einschließlich mir, also insgesamt 10. Und wir haben uns überlegt, Sommervideos zu drehen. Das heißt, jeden Tag ist eine dran. Das Ganze hat am 6.7. angefangen und endet am 15.7. Ich werde euch alle Links der anderen Mädels in die Infobox verlinken. Gestern war die Change Your Things dran und morgen die The Jinjin 85. Und ja, schaut gerne bei den Mädels vorbei, werden sich bestimmt alle freuen. Ich habe mich für einen Obstsalat entschieden. Ich finde, ein Obstsalat gehört zum Sommer. Und deswegen werde ich euch den allerleckersten Obstsalat zeigen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie der geht, dann bleibt doch einfach dran. Ich habe mich für die Obstsorten entschieden, die ich am allerliebsten mag. Ihr könnt natürlich auch andere Obstsorten nehmen, damit euch der Obstsalat auch schmeckt. Ich habe mich für eine Orange entschieden, eine Banane, ein Viertel einer Honigmelone, eine Handvoll Trauben, eine Handvoll Erdbeeren, einen Apfel, einer Kiwi und das letzte an Obst ein Pfirsich, dann ein Päckchen Vanillezucker, 200 ml Orangensaft 100%igen und eine Schüssel, wo wir unseren Obstsalat anrichten werden. Als erstes werde ich das ganze Obst in mundgerechte Stücke schneiden. Fangen wir mit den Trauben an und die werde ich einfach nur halbieren. Weiter geht's mit den Erdbeeren und die werde ich vierteln. Und dann die Honigmelone in kleine Stückchen schneiden. Ich habe den Apfel geviertelt und habe mich entschieden, nur die Hälfte reinzumachen und die andere Hälfte wollte meine Tochter essen. Ihr könnt natürlich die Mengenangaben variieren, wie ihr Lust und Laune habt. Weiter geht's mit meinem Pfirsich und den versuche ich erstmal vom Kern zu befreien. Ja, und werde ihn auch in mundgerechte Stücke schneiden. Machen wir weiter mit der Orange. Die werde ich erstmal von der Schale befreien. Dann werde ich meine Orange halbieren, um halt schneller und einfacher an das Fruchtfleisch zu gelangen. Ihr seht ja, wie ich das mache. Bei der Obstmenge, die ich geschnitten habe, brauchen wir 200 ml Orangensaft, ein Päckchen Vanillezucker, das wir über unseren Obst streuen, dann den Orangensaft drüber kippen und das Ganze schön verrühren. Jetzt noch ein Spritzer Zitrone, ihr könnt natürlich auch frische Zitrone nehmen. Und das mache ich, damit die Früchte nicht braun werden. Und ja, jetzt gleich schneiden wir die Banane, die habe ich bewusst zuletzt gelassen, damit sie nicht braun wird. Durch den Orangensaft und die Zitrone in unserem Obstsalat wird die Banane nicht braun. Und wir können unseren Obstsalat 4 bis 5 Tage im Kühlschrank lagern, ohne dass er braun wird oder auch schlecht wird. Siehe da, fast hätte ich meine leckere Kiwi vergessen. Die werde ich jetzt auch von der Schale befreien und werde sie in mundgerechte Stücke schneiden. Das war auch mein Obstsalat, mein leckerer Obstsalat. Und warum das ein Sommerobstsalat ist, ist ganz einfach. Den könnt ihr nämlich mehrere Tage im Kühlschrank lagern und er wird nicht braun durch den Zitronensaft und durch unseren Orangensaft. Behält er seine Farbe und bleibt schön frisch. Das war's auch mit meinem Video. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr werdet vielleicht den Obstsalat nachmachen und mir vielleicht auch irgendwann mal einen Kommentar da lassen, wie er euch geschmeckt hat, ob er euch genauso schmeckt wie mir. Und ja, bis zu einem weiteren Video. Tschüss!